Bis nach 1986. Herzlich willkommen zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Part 27. Weiter geht's. Harry Potter gibt seinem Wesen einen Schub. Hab dich überholt, Malfoy. Bei diesem Angriff wären beide Spieler fast vom Wesen geflogen. Gryffindor sieht dieses Mal. Und hab dich schnatzen. Da werden wohl ein paar Aufmunterungszauber notwendig sein. So, und wir haben euch besiegt, Slytherin. Tut mir leid. Haha, mit 0, 160 zu 0. Huhu, geil. Schleudamt haben wir den Hauspokal bekommen. Ja! Junge! Kannst du das Ding noch mal schließen jetzt? Damn, Darkst! Ach, zahm, Alter. Mit großer Freude überreiche ich Gryffindor den Quidditch-Pokal. Endlich. Hm. Hast du davon, Malfoy? Jetzt guckst du blöd, gell? Jetzt. Wir haben jetzt Part 27. Gott sei Dank Part 27. Ich bin froh. Na doch, wir haben wirklich ein bisschen mehr geschafft als vorher. Och, darauf zu laden, verdammt Axt. Boah, mein Fuß. Ja. Das war umwerfend, Harry. Schade, dass Hermine nicht da war. Was? Hermine war nicht beim Spiel? Nein, ich habe sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Sie steckt sicher mit der Nase in einem Buch fest. Oh, ich bin müde und leg mich jetzt hin. Schon wieder müde? Na, das ging jetzt auch schnell, mein Freund. Okay. Na, endlich, weiter geht's doch. Mit dem so spielt mir das Ding jetzt mal. Oh. So. Hey, da habe ich mir gedacht, hey, was kannst du sonst noch morgens noch machen, außer wenn du gegen Quidditch spielen willst, was willst du noch machen? Gibt's ja sonst nichts mehr. Ey. Die Gesamtsumme der Hauspunkte wird errechnet. Wieder mal. Ich glaub, das letzte Mal, aber oh Mann. Ich hoffe, die haben jetzt nicht aufgeholt. Ich hoffe, es jetzt nicht. 430. Ravenclaw. Weißt du, die haben 430. Slytherin hat 430, ja, gerade dadurch. Und wie viel haben wir eigentlich noch? Hufflepuff. Auf einmal haben wir immer noch genügend. Auf einmal haben wir trotzdem noch, sind wir trotzdem noch im Vorteil. Gryffindor. Mal gucken, wie viel. Ja, sag doch mal, wie viel hat Gryffindor? Und? 94. Gryffindor führt. Jawohl. Wir führen immer noch mit 94. Ah ja, wahrscheinlich durch den Dings, was da war. Durch das Quidditch haben wir, glaube ich, auch nochmal Punkte, noch so heimlich Punkte dazu gekriegt. Geil. Damit haben wir Slytherin in Quidditch geschlagen und haben sie auch in den Hauspunkten übertroffen. Mit 490. Genial. Ne, 27 sind auch nicht schlecht. 27 Parts. Na, ich glaube, wir müssten jetzt im Finale angekommen sein. Ich werde es gleich sehen, ob es so stimmt oder nicht. Oder ob noch was anderes kommt. Wo warst du, Ron? Ich war in McGonagalls Büro. Danach musste ich in den Krankenflügel. Wieso? McGonagall hat mir erzählt, dass Ginny verschwunden ist. Sie können sie nicht finden. Oh nein! Aber es kommt noch schlimmer.
Hermine wurde angegriffen und versteinert. Hä? Sie lag vor dem Klo der maulenden Myrte. Steif wie ein Brett, genau wie der fast kopflose Nick. McGonagall hat mir versichert, sie würden alles tun, um Ginny zu finden. Dann habe ich Hermine im Krankenflügel besucht. Sie hatte eine Notiz in der Hand, eine Seite aus einem alten Buch. Dann hat sie sicher vor ihrer Versteinerung darin gelesen. Was stand drauf? Etwas über Basilisken. Das sind Riesenschlangen, die viele hundert Jahre leben. Der Basilisk tötet Menschen, indem er sie ansieht. Was noch? Spinnen fliehen vor dem Basilisken. Und da war noch was. Hermine hat noch das Wort Rohre auf dem Papier notiert. Rohre? Ja, Rohre. Einfach Rohre. Ron, das ist es. Das ist die Antwort. Das Monster in der Kammer ist ein Basilisk, eine Riesenschlange. Darum habe ich überall diese Stimme gehört und niemand sonst, weil ich nämlich Parsel spreche. Genau. Harry, meinst du, Ginny ist mit dieser verflixten Riesenschlange in der Kammer des Schreckens? McGonagall meinte, sie hätten schon das ganze Schloss abgesucht, aber keiner weiß, wo die Kammer ist. Wir müssen sie finden. Ja, aber wir müssen herausfinden, wieso der Basilisk ungesehen herumschleichen konnte. Durch die Rohre. Eine Riesenschlange. Jemand hätte sie sehen müssen. Durch die Rohre. Deswegen hat sie geschrieben Rohre. Gehabt. Rohre. Genau. Es hat die Rohrleitung benutzt. Ich habe diese Stimme aus den Wänden gehört. Der Eingang zur Kammer des Schreckens. Was ist, wenn es ein Klo ist? Was ist, wenn es im Klo der maulenden Myrte ist? Was tun wir jetzt? Überall laufen Vertrauensschüler rum, die nach Ginny suchen. Ich gehe vor. Wir treffen uns im Klo der maulenden Myrte im zweiten Stock. Genau. Wisst ihr was, Leute? Morgen fangen wir an mit Harry Potter und die und der Gefangene von Azkaban. So. Wir gehen jetzt in die Kammer des Schreckens. Das heißt, wir haben das Finale erreicht. Das heißt, wir haben 27 Parts von von Kammer des Schreckens. Also machen wir auch so weiter. Ich speichere nochmal schnell ab. Wir fangen heute nicht mehr an. Das ist unser letzter Part für heute. Zur Speicher. Vorgang abgeschlossen. Weiter. Das 27. Part, damit bleibt es auch beim 27. Part so. Hey, du! Locomotor Mortis! Tja, war ja dann nichts, tut mir leid. Außerdem, halt deinen Rand, okay? Wir sind hier auf haben jetzt eine wichtige Aufgabe. Wir müssen jetzt wegen Ginny los, wenn du so nicht gehört hast, du Vollhorst. Deswegen hör auf mit deinem scheiß Lokomotis oder was. Vollhorst. So. Kriegen wir aber hin. Deswegen wird jetzt auch hier der 27. Part auch der finale Part. Ich glaube, der Benny Bunny Pfeiffer hat, glaube ich, 5 oder 26 Parts. Ich habe 27 Parts. Tut mir leid. 5, 4, 3, 2. So. Mädchentoilette. Das war's. Doch, das war's. Das finale Part ist das. So. So. So, Freunde der Nacht. Wir haben's. Hi, Myrte. Ah, du bist es, Harry Potter. Was willst du um diese Uhrzeit? Ich frage, wie du gestorben bist.
war schrecklich. Es ist hier passiert. Ich versteckte mich, weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte. Ich weinte. Und dann hörte ich jemanden hereinkommen. Ein Junge sprach in einer anderen Sprache. Ich wollte ihm sagen, er solle verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann bin ich gestorben. Wie? Ich erinnere mich nur noch an ein paar großer gelber Augen. Wo genau hast du diese Augen gesehen? Irgendwo dort. An den Waschbecken. Harry, sag was. Etwas in der Parselsprache. Aber... Nochmal, Harry. Okay, mach auf. Und... Und jetzt runter mit uns. Ich Komm. Gehe hier runter. Genau. Oh. Na also. Wir haben dann eigentlich das Finale. Damit und fertig. Endlich, wir sind eigentlich. So, Freunde, wir sind im Finale angekommen jetzt. Bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Das Finale. Jetzt hier. Die Kamera sieht auch wirklich gut aus, gell? Flitendo! Okay, du kannst die Dinger nicht zerstören. Das ist schon mal ein Mythos gewesen. Das heißt, du kannst hier das zerstören oder gibt es irgendwo hier Bilder, wo du zerstören kannst, aber einen Scheiß kannst du mit Bildern irgendwas zerstören, weil es dir nichts gibt mit Bildern und nichts. So. Dann werde ich gleich auch nochmal hier schnell speichern, dass wir das auch haben. Du weißt nämlich nicht, was hier passiert. Die Kammer, ja. Die Kammer des Schreckens. Klar. Überschreiben. Sie wacht nicht auf. Sie lebt noch. Gerade noch. Tom? Tom Riddle? Du musst mir helfen, Tom. Wir müssen sie herausbringen. Da ist ein Basilisk. Er könnte jeden Augenblick kommen. Er kommt erst, wenn er gerufen wird. Lass mich dir erzählen, warum Ginny hier liegt. Sie hat in ein Tagebuch geschrieben. Mein Tagebuch. Seit Monaten. Ich wurde stärker und stärker. Ich konnte mich von ihren Ängsten nähren, bis ich mächtig genug war, um ihr ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Was meinst du damit? Ginny hat die Kammer des Schreckens geöffnet, die Drohungen an die Wand geschmiert und die Schlange von Slytherin auf die Schlammblüter und den fast kopflosen Nick losgelassen. Nein. Ich fürchte doch, sie hat mir alles über dich erzählt. Ich entschloss mich, dein Vertrauen zu gewinnen und dir vorzuführen, wie ich diesen gewaltigen Hornochsen Hagrid erwischt habe. Du hast Hagrid reingelegt. Ja... Aber wie kommt es, dass du, Harry Potter, es geschafft hast, den größten Zauberer aller Zeiten zu besiegen? Was schert es dich? Hast du es immer noch nicht kapiert? Ich bin Lord Voldemort, der größte Zaubermeister der Welt. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Doch der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Dumbledore ist durch mein bloßes Gedächtnis aus diesem Schloss vertrieben worden. Ah, er Fox. Ist nicht so fern, wie du glauben möchtest. Spaß beiseite, Harry. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Messen wir die Kräfte von Lord Voldemort, dem Erben von Salazar Slytherin, mit denen des berühmten Harry Potter. Kein Problem. Also. Guck weg, Harry. Was, Fox? Ja. Bam, bam. Ja! Mach ihn blind, Fox. Danke. Perfekt, danke, Fox.
Wow, jetzt komme ich ans Schwert dran. Ah doch, ich komme dran. Hab's. Stirb, Harry Potter! Nein, leider nicht. Du bist leider... So. So, jetzt muss ich fragen, wo er rauskommt gleich. Ah, hinten. Schwert mit? Schwert, 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 wo ist denn? Boah, ich seh... Alter, ich seh grad gar nichts, Alter. Ich weiß. Du kannst ihn riechen, töte ihn! Stirb, Harry Potter! Komm. Töte dich um! Nein, nein, ich sterbe leider nicht, tut mir leid. Okay. Ich habe jetzt das Schatten vor mir sein. Dumbledore hat dich aufgegeben, Harry! Ja, warum müsste sich das hier. Warum müsste sich da hinstellen gerade? Ich hab. Es ist leicht, natürlich, aber ich hab mich ver. Ich bin zurückgekehrt. Die Welt wird von Nichtmagiern und Schlammblütern befreit werden. Ich, Lord Voldemort, werde alle bekämpfen! So sieht's aus, wenn man es verliert. Aber ich hab's nur verloren, weil diese blöde Drecksschlange genau in die scheiß Richtung hingeschlängelt ist, wo ich hin wollte. Aber keine Angst, aber jetzt habe ich wenigstens mehr Leben und jetzt schaffe ich es wenigstens. Ist nicht schwer. Aber wenn die dauernd immer in diese scheiß Richtung kommt, wo ich hin will, das ist scheiße. Aber das ist leicht. Genau das meine ich. Das ist doch, was ich gerade meinte. Schon genau in diese scheiße Richtung hin, wo ich dann hin will. Das ist das Nervige daran. Aber ich wollte euch, und ich habe euch jetzt auch am besten auch gezeigt, wie es ausschaut, wenn man es verliert. Willst du mich jetzt abfucken mit deinem Scheiß an? Wir sehen doch an, du Drecksscheißteil. Ah, okay. Ich weiß. Aber ich verliere das mal nicht. Du kannst ihn riechen, töte ihn! Ich verliere das mal nicht, das kannst du treffen. Ich werde das mal nicht verlieren. Oh ja, visier doch einfach an! Nee, nix da, nix wird getötet. Stirb, Harry Potter! Hm? Ah, okay. Hör auf! Du
ab. Töte ihn! Was ist dieses Drecksschwert jetzt hin? Das ist das, was ich meine, aber nicht mal was müsst. Ja, ich weiß es. Aber ich hab erstmal das böse Schwert zu tun. Ich hasse das. Sorry. Kann sie ihn riechen? Töte ihn! Ich auch gerade. Aber ich hasse es, wenn es gerade da so viel Scheiß drin ist. Ich weiß nicht, warum ich das böse Schwert hier irgendwie. Nee, das war nicht. Töte den Jungen! Mhm. So. Ich find's einfach nur blöd, wenn du nicht mal weißt, wo das blöde Schwert hinfliegt. Okay. Stirb, Harry Potter! Oh nein. Ach komm! Ja! Oh. Wo ist das Bildschirm schon wieder mal? Ah, dann gehen. Nee, ja klar, du bist. Nee, nix da. Töte ihn! So, hab ich das Schwert. Bösen da. Ich weiß, aber das dauert nicht lange. Ich hab deine Schlange gleich. Warte. Du kannst ihn riechen. Töte ihn! Na ja, komm ich auch gerade mal rein. Wo ist er? Ah. Okay. Uiuiui. What the fuck? Ja, aber das ist blöd, wenn du nicht mal richtig siehst, wo es. Das Problem ist, du weißt, wenn du nicht mal richtig siehst, wo es blöd schwert. Das ist das Problem. Das einzige scheiß Problem dabei ist, wenn du nicht siehst, wo es blöd schwert hinfliegt. Na also. Und? Töte ihn! Das war's. Hey, Woody. Tschüss, Woody. So, habe ich euch jetzt einmal gezeigt, wie es ist und wie es ausschaut, wenn es Ding ist. Harry, Harry, ich wollte es dir sagen, ich war's, Harry, aber ich schwöre, ich wollte es nicht. Riddle hat mich dazu gebracht. So. Es ist alles gut. Riddle ist erledigt. Komm, Ginny, wir müssen hier raus. So, habe ich jetzt euch einmal gezeigt gehabt, wie es ausschaut, wenn es mal schief geht. Aber ich habe doch gesagt, es war leicht, es ist nicht schwer, aber wenn du erstmal nicht mal weißt, wo dieses blöde Schwert, wenn du nicht mal weißt, wo dieses blöde Schwertchen landet, das ist den Dreck, wenn du erstmal suchen musst, wo das blöde Schwert ist. Ja. Super. Harry! Ron! Hermine! So, das war's. Feier, das war's jetzt. Wie geht es dir? Viel besser, danke. Aber ich bin ziemlich enttäuscht. Professor McGonagall hat wegen der ganzen Vorkommnisse die Prüfung abgesagt. Ich habe mich so aufs Lernen gefreut. Siehst du, Harry? Hermine ist wieder ganz die Alte. Wusstet ihr schon, dass gleich der Hauspokal verliehen wird?
Die Feier ist in der großen Halle. Perfekt. Hoffentlich haben wir mehr Punkte als Slytherin. Mhm. Ich freue mich schon auf Malfoys Gesicht, wenn wir dieses Jahr wieder gewinnen. Bist du fertig, Harry? Dann gehen wir rein. Jo. Auf alle Fälle bin ich fertig, meine Freunde der Nacht. Ich speichere das trotzdem nochmal auf. Ich muss es nicht nochmal haben, es nochmal zu machen. Ist aber leicht, aber ich muss es trotzdem nicht nochmal haben. So. Gut. Dann ab in die große Halle zum Haus. Pokalverleih. Also. Also, damit haben wir jetzt auch das komplette. Damit haben wir jetzt auch Harry Potter. Damit haben wir jetzt endlich. Damit haben wir jetzt von PlayStation 2. Damit haben wir vom PlayStation 2 jetzt auch endlich Harry Potter und der Stein der Weisen. Komplett. Mit 22 Parts. Und Harry Potter und die Kammer des Schreckens haben wir jetzt komplett. Mit 27 Parts. Oh yeah. Und wieder ist ein ereignisreiches Jahr in Hogwarts zu Ende gegangen. Zur Belohnung für die besonderen Verdienste um die Schule möchte ich Gryffindor nun den Hauspokal überreichen. Ja. Natürlich haben wir auch mehr Punkte darum. Ja, jetzt guckst du blöd. Tut schon weh, gegen mich den Quidditch zu verlieren, jetzt den Hauspokal zu verlieren und Ding. Bumsen. Schon schade, gell? Ich muss sagen, sie stehen so recht. Ginny! Harry erzählte ihnen alles. Er sprach beinahe eine Viertelstunde in die gespannte Stille hinein. Er berichtete ihnen von der körperlosen Stimme. Wie Hermine darauf gekommen war, dass sie von einem Basilisken in den Rohren stamme. Wie er und Ron einem Hinweis von Hagrid nachgegangen und den Spinnen in den Wald gefolgt waren. Und dass Aragog ihnen gesagt hatte, wo das letzte Opfer des Basilisken vor 50 Jahren gestorben war. Wie er darauf gekommen war, dass die maulende Myrte das Opfer gewesen sei und dass der Eingang zur Höhle des Basilisken, der Kammer des Schreckens, in ihrer Toilette sei. Aber wie konntest du das alles überleben? Nun, das hat wohl alles etwas mit Loyalität und Freundschaft zu tun. Und Mut nicht zu vergessen, Harry. Ja, und Mut auch. Professor Dumbledore erklärte, dass Lord Voldemort vor 50 Jahren als 16-jähriger Tom Riddle das Tagebuch verzaubert und das Tagebuch wiederum Ginny verzaubert habe. Da Lucius Malfoy, der arme Ginny Weasley, das Tagebuch von Tom Riddle untergeschoben hatte. Und was Harry angeht, wieder einmal hat er bewiesen, dass er der Junge ist, der überlebte. So, Freunde, das war jetzt Harry Potter und die Kammer des Schreckens.